ist eine neue Gute-Laune-Tasche, unsere Kreativtüte. Ihr findet sie bei uns im Internetshop, natürlich auch in ganz vielen anderen Ausführungen, dann im Geschäft bei uns in Koblenz. In der Kreativtüte enthalten alles an Material, was ihr braucht. Die Beschreibung findet ihr dort, die Maße. Macht euch einfach dran, wer keine Lust hat, eine Kreativtüte zu kaufen, der macht es halt nach seinen eigenen Maßen. Näht einfach mit uns, wir haben viel Spaß. Und wie immer, gefällt euch das Video, Daumen nach oben. Schön ist ein Abo, wir freuen uns. Liked uns, kommt mit in unsere i-Tüpfelchen-Familie. Wir wachsen fleißig, dank euch. Meine absolute Favoritenecke, Schilderwand, Stoffe aus Norwegen, traumhaft schön. Hier ist das Reich für unsere Patchwork-Frauen. So, wenn ihr alles zugeschnitten habt, dann können wir starten. Heißt, wir nehmen uns jeweils das Oberteil von den Außenstoffen, ein Unterteil, legen dieses rechts auf rechts auf die untere Kante. Denkt immer dran, ne? Unten muss der Boden hin, deswegen an die untere Kante. Ich habe das erste hier schon einmal vorbereitet. Und jetzt steppt ihr diesen Bodenteil Nähfüßchen breit an euren Außenstoff. Ich wähle einmal Nadelstelle Mitte. Ich habe mir gerade noch mal eine neue 80er Nadel in die Maschine gesetzt. Fange an. Meine Stichlänge ist gestellt auf 2,5. Das ist eigentlich auch so die Stichlänge, mit der ich tatsächlich am meisten arbeite. Säubern braucht ihr die Schnittkanten nicht, dadurch, dass wir nachher noch ein leichtes Volumenvlies aufbügeln, können wir uns das sparen. Dem anderen Teil ebenso. Danach, das kann ich schon mal zeigen, möchte ich jetzt ganz gerne noch einmal die Nahtzugabe feststeppen. Deswegen werde ich jetzt mit den Fingern ganz einmal die Nahtzugabe nach unten streichen. Seht ihr? Jetzt ist die Nahtzugabe zum unteren Teil hin gefalzt. Richtig schön von außen arbeiten, dass da keine kleine Falte entsteht. Und dann können wir diese Naht von außen noch einmal absteppen, damit die Nahtzugaben dann halt auch befestigt sind. Außerdem sieht es da auch ganz nett aus.
habe wieder meine Malesnähfüßchen eingesetzt und habe jetzt, um die Träger abzustecken, einen Quillstich gewählt. Der näht einmal und dann macht er einen Geradstich auf der Stelle und dann wieder einen. Das gibt einen markanten Stich. Ich finde den sehr schön. Wenn ihr das nicht an der Maschine habt, dann wählt doch einfach einen Geradstich oder vielleicht auch einen Zickzackstich oder schaut mal, was eure Maschine sonst so hier gibt an dekorativen Stichen. Weil man kann natürlich auch den Träger ein bisschen aufhübschen. Nehmt eure Träger, gar nicht wahr, ihr fangt an und nehmt erstmal einen Markierstift und markiert euch bitte laut der Nähbeschreibung einmal die äußere Ansatzkante für den Träger. Das macht ihr auf beiden Seiten und natürlich auch auf beiden Außenteilen. Und dann heftet ihr euch bitte euren Träger oben an die Kante. Einmal rundlegen, guckt, dass ihr den Träger nicht verdreht und dann kommen beide Träger auf die Außenkante. So, und damit ich es nicht vergesse, wir haben ja immer ganz gerne unser Label mit dabei. Wo stecke ich es hin? Ich mache das mal hier im oberen Bereich. Und zwar muss ich das dann hier natürlich auch erst seitenverkehrt festheften. Das kann ich mir direkt auch gleich einmal ziehen. Ein bisschen weiter rein. Und jetzt nachher auch dann lesbar ist. So, schaut mal, ich habe schon mal gerade das Label angenäht. Hier ist das nicht zauberhaft. Oh, ich finde es einfach wunderschön. Das ist irgendwie immer noch mal die Tüpfelchen oben drauf. So, jetzt kommen wir zu dem Tunnelstreifen oben für die Kordel. Bevor wir das anstecken, müssen wir einmal gerade da hätte ich nämlich jetzt fast selbst einen Fehler gemacht. Also, ich habe euch erklärt, ihr sollt beide Kanten einmal nach innen umlegen. Jetzt werden wir erstmal gerade schnell wirklich die beiden Kanten hier festnähen. Weil sonst sieht das ja am Ende mal gar nicht schön aus. Also, da gehe ich mit dem drüber. Also an allen vier kurzen Kanten näht ihr jetzt bitte die Nahtzugabe bzw. die Umbruchkante fest. Ich zeige es nochmal gerade, so sieht es dann aus. Also wirklich einmal nur gerade die kurzen Kanten festnähen.
ihr euch jetzt eine Seite der Außentasche. Jetzt hälfteln wir den Tunnelstreifen, um auch da die Mitte zu markieren. Das mache ich jetzt auch mal gerade hier mit einem Nädelchen, weil ich denke halt einfach für euch ist es besser zu erkennen. So, beide Nadeln aufeinander, dann wisst ihr, ihr habt die Mitte. Schaut mal, jetzt habt ihr das Außenteil mit dem Tunnel, Träger dazwischen. Jetzt steckt ihr euer Futterteil. Wir haben jetzt hier so einen durchgewebten Streifenstoff. Wenn ihr einen einseitig bedruckten Stoff habt, dann steckt ihr das rechts auf rechts oben auf die Kante. Wenn ihr eine unserer Kreativtüten habt, das ist ja hier unsere Gute-Laune-Tasche, ist alles für euch vorbereitet, dann braucht ihr eigentlich gar nicht mehr viel denken, sondern ihr könnt einfach euren Spaß haben beim Nähen. Nun könnt ihr sehen, wenn ihr aufklappt, das ist euer Tunnel, Futter, Außentasche, Henkel. So schaut es bislang aus. Das gleiche machen wir mit dem zweiten Teil. Das zweite Teil ist fertig. Bügelt jetzt bitte einmal die Nahtzugaben auseinander. Und zwar die Nahtzugaben von Außentaschenteil Tunnel und die Nahtzugabe vom Futter. Damit entsteht hier draußen eine schönere Kante. Dann bügelt ihr den Tunnelstreifen nach oben und könnt einmal
den Futterstoff auch nach innen legen. Einmal gut gebügelt ist es nachher wirklich schöner, weil wir wollen nachher ganz zum Schluss noch einmal hier die Kante absteppen von außen. Wenn alles gebügelt ist, nehmt ihr euch bitte das Einzeichnen der Taschen, des Taschenbodens vor. Und zwar laut Markierung des Schnittes zeichnet ihr euch dann auf jeder Seite eine Ecke ein. Ihr habt die Zeichnung, ich mache es jetzt gerade mal hier an der Ecke. Wenn ich es fertig habe, zeige ich es gleich einmal vor der Kamera. Guckt mal, so habe ich jetzt an allen vier Seiten auf der linken Stoffseite, das heißt also die Seite, die nachher die innere ist, meine Ecken markiert. So schaut es jetzt aus. Um jetzt weiter zu nähen, lege ich meine Teile rechts auf rechts aufeinander. Das heißt, ihr habt eure, ich mache es mal gerade hier weiter, weil die Tasche doch ein bisschen länger ist. Ihr habt eure Außentasche rechts auf rechts. Ihr habt eure Futtertasche rechts auf rechts. Ja? Außen, rechts auf rechts, also die Bodenseiten und die Futtertasche. Die Henkel sind dazwischen, um die braucht ihr euch jetzt gar nicht zu kümmern, weil die haben mit den ganzen Außennähten jetzt nichts zu tun. Ihr steckt jetzt rundherum einmal alles zu, bis auf ein Teil der Bodennaht von der Futtertasche. Das heißt, hier unten in der Mitte lasst ihr eine Öffnung von ca. 12 bis 15 cm. Und genäht wird dann gleich alles von jeweils eben halt der Markierung, die ihr gemacht habt. Also diese Ecke hier spart ihr aus mit der Naht. Ihr beginnt an einer der Markierungen, näht dann bis zu der Markierung, wo dann eure Wendeöffnung kommt. Dann bleibt diese Wendeöffnung offen, dann wird wieder genäht bis zur nächsten Markierung. Jedes Mal vorwärts, rückwärts, damit nachher die Naht nicht aufgehen kann. Und da beginnt ihr dann wieder an der nächsten Markierungsstelle vorwärts, rückwärts und näht bis runter zur Markierung in der Außentasche. Um die Bodenecken nähen zu können, schneidet ihr jetzt entlang eurer gezeichneten Linien. Einfach die Ecken ab. Ich zeige es euch nochmal. Also, nun könnt ihr die Naht auseinanderziehen und ihr seht, jetzt liegt die Seitennaht und die Bodennaht, die liegen direkt aufeinander. Ihr nehmt die Nahtzugaben bitte auseinander und könnt euch das nochmal mit einer Nadel fixieren, dass das auch gleich nicht verrutscht, wenn wir uns das auf die Nähmaschine legen. Also Nahtzugaben auseinander. Ihr legt euch das unter die Maschine. Ich muss noch ein bisschen nach hinten legen. Und näht jetzt mit einer Nahtzugabe. Ihr könnt hier Füßchen breit nähen, das reicht. Und die geht auseinander. An der Kante entlang. Ich nähe jetzt Nähfüßchen breit. Vorwärts, rückwärts bitte unbedingt, damit die Naht verriegelt wird. Und los geht's. Einmal drüber. Wieder vorwärts, rückwärts. Eben abschneiden. Und das ist die erste Bodennaht. Damit bekommen wir eine gewisse Tiefe dann in den Taschenboden. Man kann es eigentlich schon erkennen, gell? Das macht ihr jetzt an allen vier Ecken. So, ich mache es jetzt mal so, dass ich meine Tasche wende. Dazu krabbel ich hier mal in die Außentasche und wusel das jetzt alles mal hier durch meine Wendeöffnung.
Normalerweise mache ich Wendeöffnungen nicht ganz so lang, aber wenn ich dann doch so einen kompakten Stoff habe und wir haben auch noch einen Stoff mit Volumenvlies, dann möchte ich nicht, dass dann bei diesem feinen Baumwoll-Innenfutterstoff dann irgendetwas reißt. Daher lieber die Naht dann ein bisschen länger machen. Ich kann sie ja gleich mit der Maschine auch schließen. So, wusel, wusel, wusel. Ihr seht jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Das heißt also, ich mache euch gleich ein schönes Bildchen, wenn die Tasche fertig ist.